Ja, herzlich willkommen, die Kiwi Musikbibliothek. Wir freuen uns über ein weiteres Buch in dieser Sammlung und wir sind heute bei einem Mann zu Gast und ich glaube, über den muss man dringend auch eine Liebeserklärung schreiben. Das wird ein ganz tolles Buch. Wir freuen uns natürlich umso mehr, dass er selber eine Liebeserklärung geschrieben hat. Eine, die schon fast ein Roadmovie ist, vielleicht auch ein politisches Buch. Wir sind zu Gast bei Wolfgang Niedecken. Jawohl. Das ist ehrlich gesagt Bob Dylan. Als ich hörte, Wolfgang schreibt über Bob Dylan, dachte ich, das war klar. Ja. Ne, wäre keine Lady Gaga oder Enya nochmal? Nö, nicht unbedingt. Also ich hätte auch über die Stones schreiben können. Beatles ist schon passiert. Über die Kings hätte ich auch gerne geschrieben. Aber Bob Dylan war natürlich vollkommen klar. Es So, oder? war, ich bin ja gut mit Helge Malschow befreundet, seit ewigen Zeiten. Der Und ehemalige, ja. also wie sagt man jetzt, der amtierende Verleger ist es aber nicht mehr, aber trotzdem immer noch ein Ja, wichtiger Freund des Hauses. genau. Aber der und der hat mir schon vor 2 oder 3 Jahren gesagt, du musst unbedingt das Buch in dieser Reihe über Bob Dylan schreiben. Ja, mache ich, wenn ich Zeit habe, mache ich das. Und auch schlechtes Gewissen gehabt, weil ich hatte nie Zeit. Und dann irgendwann wurde mir allerdings bewusst, dass Bob Dylan 80 wird im Mai, in diesem Mai. Und dass ich auch Zeit hätte. Weil es war ja Corona-Zeit und dann habe ich angefangen zu schreiben und es hat wirklich einen unglaublichen Spaß gemacht. Ich habe mich schwarz geärgert, als ich dann zur Promophase unseres neuen Albums das Schreiben mal beiseite schieben musste, weil ich war so gut drin. Ja. Ich habe mich jeden Morgen gefreut, nach dem Sport machen, hier hochzugehen und dann zu schreiben. Und es war großartig. Und auf einmal hat mir richtig was gefehlt, weil wir hatten natürlich auch einen wunderschönen roten Faden. Ne? Du sagst schon hier hochgehen, weil das ist wirklich eine Besonderheit. Wir sind bei dir zu Gast in deinem Arbeitszimmer. Das ist wie ein Ausstellungsraum hier. Also hier in dem Raum fühle ich mich am wohlsten. Das ist ein Raum, wo ja, ist so das Allerheiligste. Also ich habe alles greifbar, was ich so brauche zum Arbeiten. Und das ist ja auch alles nach und nach zu mir gekommen. Das ist ja nichts, wo ich jetzt gesagt habe, bestell mir mal alle so und so Bücher, bestell mir mal, sondern das ist ja gewachsen. Du bist ja ein Sammlermensch, Wolfgang. Erzähl mal, was, also jetzt hier in diesem Bereich. Wir fangen vielleicht mal damit an, weil das fällt als allererstes auf. Der Altar, beschreib mal, was es damit auf sich hat. Das ist der Babaltar. Der fing damit an, Sieht man das? Mach mal die Beine weg. Mit dem Live-Aid-Konzert 1985, wo Bob Dylan, Ron Wood und Keith Richards ganz am Ende in Philadelphia gespielt haben, bevor der Chor We Are the Ja. World gesungen hat. Und die Jungs haben damit das schon ein bisschen was getrunken, ein bisschen was geraucht. Und Ach Quatsch. ja, und die haben einen desolaten Auftritt da hingelegt, wo wir aber fanden, ey, da waren wenigstens Rock'n'Roll, das war, ist in Sonst Ordnung. war Und das ziemlich deswegen, ja, durchdesignt, ne? und deswegen hing ein Foto dieser Art, ja, hing bei uns im Proberaum. Und darunter standen immer 2 Grappa-Flaschen, falls wir mal zu fett gegessen haben. Das war nur wirklich so Fettspalter. Ne? Und irgendwann wuchs da so viel Zeug drumherum, Devotionalien anderer Bands, anderer Künstler. Erst FC Köln ist viel drin. Ne? Und irgendwann hieß dann, hey, wenn wir jetzt auf Tour gehen, das muss doch mit. Wir können das ja jetzt nicht da zurücklassen. Und dann habe ich diesen Altar bauen lassen. Das ist ja ein Flight Case. Ja. Da kann man einen richtig schönen Flügelaltar. Ne? Und da sind dann zwei Fantastisch. Grappa-Flaschen Triptychon, drin. sagt man dazu, Ne? ne? Ja, da sind 2 Grappa-Flaschen drin. Und jeder aus der Band hat ein Gläschen. Ne? So, wo ist dein Gläschen? Mein Gläschen ist erstaunlicherweise das mit dem FC Köln Ja, drauf. Ja? natürlich. Ja. Muss man Die sich gehen auch ab und zu manchmal natürlich auch schön schon mal trinken, kaputt. ja, Ne? Ja, genau. genau. Ja. Ja, und da wächst dann alles. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie so zum Fugenreinigen, das ist trinkbar. Das ist trinkbar, ja. Das war wirklich, also als wir für dieses entsprechende Album geprobt haben, das war vor über 20 Jahren, hatten wir den Hausmeister der Dorfschule in Kronenburg und der hat uns da bewirtet und der hat oft sehr, sehr fett gekocht. Natürlich. Da musste man wirklich zur Tankstelle fahren. Das ist kein besonderer Grappa, ne? So ein Tankstellengrappa. Allerdings, mittlerweile wird er ja immer nachgefüllt und Ja, da ja, ja, gibt es ja. schon bessere Ja, Grappa. ja, Ne? ja. Und
Ja, diese Sitte ist beigehalten worden. Da sind ganz wichtige Sachen drin. Also da ist ein Satz von Keith, ein Gitarrenseiten, Satzseiten von Keith Richards drin, ein Charlie Watts Schlagzeugstock, also solche Sachen. Ja. Ganz berührungsfähig. Wo ist jetzt Bob Dylan da drin? Zum Beispiel, da ist er da, drin. Aber ja. Da ist auch, massenhaft. Also Bob Dylan taucht immer wieder auf. Ja. 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 Da siehst du die Beatles-Ecke hier oben. Vor allen Dingen auch hinter dir, wenn wir das auch mal sehen können. Es gibt diese ganze untere Reihe, ist alles Bob Dylan-Literatur. Das auch noch. Da auch noch. Ja. Das ist Stones. Wann und in welcher Situation und wer war es möglicherweise, wann ist Bob Dylan in dein Leben gekommen und wie? Also der erste Anlauf hat nicht funktioniert. Das war, als meine Kölner Freunde, ich war ja mit in Rheinbach, bei Bonn war ich im Internat und hatte auch meine Band. Und meine Kölner Freunde hatten auch eine Band, die haben Kings gecovert. Ja? Und irgendwie sonntagsmittags saßen wir zum Frühschoppen, nach der Ilvermesse saßen wir beim Wirt. Mitte der 60er? Mitte der 60er saßen wir beim Wirt, kennst du Klösterchen, ja, Krankenhaus. Das war die Kneipe, wo man dann zum Frühschoppen hinging. Und irgendjemand fragte, was hältst du eigentlich von Bob Dylan? Ich sag, keine Ahnung, wer ist denn das? Wo ich keine Ahnung gehabt, du kennst aber Blowing in the Wind. Und da ist überhaupt nichts für mich, weil ich habe das verwechselt. Die Version von Peter, Paul und Mary von Blowing in the Wind, und das war nun eindeutig nichts für mich. Also wir haben schön Stones gecovert und irgendwie so ein Weicheierkram, das kam nicht in die Tüte. Und so, und dann habe ich da mich auch nicht mehr weiter für interessiert. Aber dann der Sänger meiner Band, ich habe damals Bass gespielt, der Sänger unserer Band, der hat auf dem Schulhof schon immer einzelne Zeilen oder Strophen so rezitiert, meistens so Talking Blues Dinge, und kam dann bei seinem allerletzten Auftritt mit uns, weil er machte Abitur, sagte, ihr müsst euch einen anderen Sänger suchen, also ich mache jetzt Abitur, seht zu, dass er einen anderen findet, und brachte zu diesem Auftritt die Single von Like Rolling Stone mit, okay, und hat den Text auch schon rausgehört. Das haben wir dann gehört, dieses Stück haben wir gehört, und ich war fix und fertig. Ich habe, das ist ja unfassbar. Dieses Stück hat eine unglaubliche Power. Und das ist mir den ganzen Tag noch so nachgegangen. Der Moment, mit einem neuen Sänger, vielleicht mache ich das. Vielleicht, ich könnte ja vielleicht so auch so Sachen schreiben wie der Typ mit der Sonnenbrille. Ja? Und naja, dann habe ich meinem Freund Hein gesagt, Hein, du musst jetzt Bass spielen. Der war noch nicht in der Band vorher, und habe meinem Halbbruder, der war 20 Jahre älter, den habe ich gebeten, mir seine drei Akkorde zu zeigen, die er drauf hatte. Der konnte alle Familienfeiern mit drei Akkorden bespaßen. Er konnte auf diesen drei Akkorden alles spielen, große erstaunlicherweise. Große Hits der Musikgeschichte sind aus drei Akkorden. Ja, C, F, G, 7. Reicht. Ja. Fehlen nur noch zwei, dann kannst du House of Rising Sun spielen. Aber dieser Nachmittag, wo du diesen Song so verinnerlicht hast und der dir so eine Kraft gegeben hat, jetzt ist es kein Geheimnis, du wirst in den nächsten Wochen 70, was nicht schlimm ist, ne? Aber war dir klar, dass es gibt diese Momente im Leben, das wird mich begleiten, da passt was? Also in dem Moment habe ich das natürlich nicht gewusst. Ich wusste nur, dass das so ein Ideal war, wo ich mich ab und zu daran orientieren konnte. Und dann natürlich immer mehr. Also das war 1966, als das passiert ist. Ich war 15. Soll ich mal ein Foto holen, wie ich da gerade aussah? Bitte, bitte. Ich habe Ich habe nämlich von diesem Nachmittag wirklich ein Foto. Nein, ernsthaft? Ja. Das ist Wahnsinn. Wir sind wirklich in einem Museum hier. Das wäre geil. Das ist der Tag. Das ist, ja, wirklich, geil. Das ist wirklich der Tag. Und dass ehrlich gesagt, dass du sowas so griffbereit hast. Ja, das hängt an der Wand. Da bin ich, glaube ich, jeden Tag dann vorbei. Und, ich bin dieser Paul McCartney-Klon hier. Ne? Ja. So, ich halte es mal dahin. Da.
Und daneben ist der Peter Schulte, Peter A. Schulte, Peter Apollo Schulte, der große Dylan, soll man sagen, Prediger war. Ja. Der, ja. So, und das hat dich so beschäftigt. Denn es ist so, dass in diesem Buch gibt es viele, viele große Sätze, aber ich finde immer so diesen einen, der mich dann so für dieses Gespräch auch so getriggert hat, ist Bob Dylan war, wenn auch unbemerkt, immer da für mich. Ja, das habe ich, auf den Satz bin ich erst gekommen, als ich geschrieben habe, weil ich habe mal so eine Liste gemacht, wann der welches Album rausgebracht hat oder welches Album aufgenommen hat, welcher Präsident zu der Zeit regiert hat. Hast du die Liste aktuell gemacht oder hast du die immer fortlaufend geführt? Nein, die habe ich aktuell gemacht für das Buch. Ach so. Auf den Gedanken war ich vorher noch nicht gekommen. Also das war, weil ich wollte das Buch ja auch, ordentlich recherchieren, was ich da drin behaupte, das sollte ja auch stimmen. Ne? Das ist schon richtig, denn es gibt viele Möglichkeiten, sich seinem Idol zu nähern, wie wir jetzt auch in dieser Kiwi-Musikbibliothek-Reihe erfahren. Es gibt auch Liebeserklärungen und da hat es überhaupt niemals einen persönlichen Kontakt gegeben. Du hast dich nochmal auf ganz besondere Art und Weise Bob Dylan genähert. Deswegen sagte ich, eine Art Roadmovie. Mhm. Du bist nach Amerika für eine Doku und das lesen wir auch in dem Buch. Du bist an seine Stationen gereist. Aber jetzt nicht chronologisch, sondern wir haben in Washington angefangen zu drehen. Pass auf, ich habe einen Atlas dabei. Den habe ich meinem Kind aus dem Kinderzimmer geklaut, aber ich fand ihn ganz gut. Der passt und da gucken wir mal zusammen rein. Ich muss dazu sagen, wir haben beide gerade noch mal einen Schnelltest gemacht. Das heißt, wir haben uns abgesichert, dass wir, falls wir zu nahe kommen. So, meine Sehhilfe anziehen, ja? Ja, genau. Wo fangen wir an? In Washington? Washington fangen wir an. Genau. Ja. Warum seid ihr nach Washington? Also eigentlich fängt der erste Teil in New York an. Aber wir haben Washington genommen, weil sonst hätten wir... wenn wir es chronologisch gemacht werden, ja. Aus produktionstechnischen Gründen, so heißt es. Ne? Und Washington angefangen zu drehen, dann nach New York, dann nach Woodstock, das ist hier irgendwo. Wir sind dann von Boston aus nach Minnesota, nach Minnesota geflogen. Da ist Bob Dylan geboren. Da ungefähr da, wo der Mann mit der Motorradbrille. Mhm. Ja, der, das ich kann Duluth. Das Wort nicht aussprechen. Duluth. Ja. Da ist er im Alter von 10 Jahren nach Hibbing, das ist da. Mhm. Wir wiederum sind von da aus nach New Orleans geflogen, haben da gedreht und dann quer rüber nach San Francisco, mit dem Auto dann nach Los Angeles gefahren und dann am Schluss in San Diego haben wir dann noch von ihm noch ein Konzert besucht. Es war großartig, eine wunderschöne Reise. Was, vor allen Dingen, was für ein Geschenk, sich einem Künstler so zu nähern. Ja, es war was hast du erfahren, was du vorher noch nicht wusstest? Was hat sich geändert? Oh, da müsste ich mir eine Liste machen, weil ich alles neu gelernt habe. Ich habe mich sehr gut vorbereitet natürlich. Ich habe mich 2 Wochen nach Kreta zurückgezogen und habe nochmal alles, was dringend, was mir wichtig war, was in dem Film vorkommen sollte, das habe ich alles nochmal ordentlich nochmal gelesen, nochmal bestimmte Stücke nochmal gehört und so. Allerdings hatten wir dann auch ein gutes Team, die dann auch wieder Sachen vorbereitet haben. Auf einige Sachen wäre ich gar nicht gekommen. Ja, aber jetzt, was hat es für dich jetzt mal so rein aus der persönlichen, emotionalen Ebene, was war für dich nochmal klarer als vorher? Ich glaube, an den Originalschauplätzen zu sein und dann sich vorzustellen, was der da in welcher Phase seines Lebens, der da gerade war, das war ja nicht alles großartig. Das war ja teilweise auch, wenn man so ein paar Biografien gelesen hat, teilweise so Jahre, wo er auch gelitten hat, wo er auch nicht so richtig wusste, wie es weitergeht. Und gerade die Anfangsjahre in New York, im Village,
diese kleine Wohnung, da sind wir nicht hingekommen, aber ich habe in einem Haus 161 Fourth Street, gibt es auch Fotos von mir, wo ich auf der Treppe sitze und hinter ist die 161. Und irgendwann hätte nie gedacht, dass ich da mal hinkomme. Also ich habe einige Stellen, wo ich vorher schon mal war, wo ich dachte, ungefähr hier muss das gewesen sein. Aber wenn man das alles dann ordentlich recherchiert, man ist tatsächlich da und redet auch mit Leuten, die ihn in verschiedensten Phasen seines Lebens auch ja nicht kennengelernt haben, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die ihn getroffen haben, die für ihn auch wichtig waren. Du hast auf seiner Gitarre gespielt. Ja, also das war schon großartig. Und Musiker, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die auch dann von ihm erzählten. Teilweise auch wirklich sehr, sehr demütig. Ja. Happy Traum in Woodstock. Wunderbarer Kerl. Also geht jetzt auf die 80 zu oder ist schon 80. Mhm. Großartiger Musiker und der den Dylan auch verstanden hat. Der sagte, ich weiß noch, wie er sagte, dass es unglaublich schwer sei, Bob Dylan zu sein. Er könnte sich das vorstellen. Er wäre froh, dass er nicht Bob Dylan ist. Es muss unglaublich schwer sein. Aber er wäre sich immer treu geblieben. Lass uns nochmal zurückgehen. Dein erster Kontakt mit Dylan, das erste Konzert, was war das? Das allererste Konzert, was er überhaupt in Deutschland gespielt hat. Das war in Dortmund, in der Westfalenhalle. Gut, ja? Sagt die Westfälle. Ja. Da bin ich dann mit meiner damaligen Freundin, mit der Gassenente hingefahren, das aktuelle Album Street Legal auch gehört. Das war weit, von Köln, Gassenente, das war eine unfassbar passende Weltreise. A1. Das war schon, eigentlich schon ein Roadmovie. Ja, und dann haben wir ihn auf einer Band, auf der Bühne gesehen, mit einer Band, die wir nicht erwartet hatten. Weil in den Jahren davor war ja die Rolling Thunder Review, das war eine ganz andere Musik. Teilweise so, auch sehr von der Geige bestimmt, oder von dem, was die Scarlett Rivera auf der Geige gespielt hat. Das war eigentlich so eine Band, wie eine Zirkusband, wo eine Attraktion nach dem anderen kam, verschiedensten Gastmusikern. Und da, als er dann in Dortmund gespielt hat, das war so eine Las Vegas-Band eigentlich. Da war schon wieder so eine Kehrtwendung. Und es war trotzdem ein unglaubliches Erlebnis, den Kerl dann tatsächlich da auf der Bühne zu sehen und diese Stücke, ich kannte natürlich alle Stücke, die er gespielt hat bis dahin, allerdings in anderen Versionen. Und dann hat das wieder eine Zeit lang gedauert, bis das nächste Konzert kam. Das hat dann wieder nochmal 3 Jahre gedauert. Das war dann 81. Ich finde es halt so abgefahren, dass du das so sagst, weil du stehst selber so groß und so erfolgreich auf der Bühne. Ja, aber da ist schon noch ein Gap zwischen. Also, ja, aber inwiefern hat dich das in deinem Musikersein inspiriert und nicht abgelenkt? Es hat mich immer nur inspiriert. Hast du mal versucht, das nachzumachen? Nein, ich habe sehr viel gelernt. Also ich weiß noch, als ich Zivildienst gemacht habe, da ging das ja mit der Band los, durch einen Zufall. Also wir hatten gar nicht vor, eine Band zu machen. Wir haben am Anfang auch nur gecovert. Und dann hatte ich beim Zivildienst auch wieder jemanden, mit dem ich zusammen Essen auf Rädern rundgefahren habe, der totaler Dylan-Fan war und mir praktisch so die Alben, die so zwischen 70 und 75 erschienen sind, wo ich das Interesse verloren hatte. Es gab da ein Album Self-Portrait oder Nashville Skyline, wo ich nicht groß was mit anfangen konnte. Und dann habe ich irgendwie Kontakt verloren. Und der hat mir die Lücken nochmal aufgefüllt und mich vor allen Dingen auf Desire und Blood on the Tracks aufmerksam gemacht. Und da war ich wieder Feuer und Flamme. Und dann habe ich wieder. Und gerade diese beiden Alben waren für mich, die waren sehr ermutigend. Also 75, 76, das war so die Zeit, wo es auch mit Punk und New Wave losging, wo plötzlich nicht mehr diese Bombast-Bands nur stattfinden durften. Da gab es ja Genesis, Emerson, Lake & Palmer und weiß der Geier war Pink Floyd, wo du als kleiner Rockmusiker mit deinen 3 Akkorden, du kannst vergessen, da kommst du sowieso nicht mehr mit. Und diese Alben, die konnte man nachvollziehen. Man konnte auch nachvollziehen, was Patti Smith zur gleichen Zeit gemacht hat.
was die Ramones gemacht haben. Ich weiß, mein Freund Mürz aus New York, der brachte die erste Ramones-Platte an und sagte, ey, das ist unfassbar, die machen Musik, wo wieder alles das drin ist, was wir früher so klasse gefunden haben. Ich weiß nicht, die erste Ramones-Platte schleppte da an und Patti Smith kam dann auch ungefähr zu der Zeit. Und dann kam Dylan mit diesen Platten an und die haben mich ermutigt. Ich habe mich dann hingesetzt und habe versucht, die Stücke rauszuhören und die Akkordwechsel auch mir drauf zu schaffen. Harmoniestrukturen, ich bin überhaupt kein Theoretiker, aber plötzlich lerntest du Übergänge, andere Übergänge als das, was du in den Jahren vorher vernachlässigt hattest. Weil ich habe ja Malerei studiert. Ich wollte gerade sagen, du hast Kunst studiert. Und jetzt nochmal der Kunstbegriff auch. Ne? Für mich ist, ich bin lang nicht so ein Profi und auch bei Bob Dylan nicht so into, aber was ich beeindruckend finde, ist, dass Bob Dylan für mich nicht einfach ein Musiker ist, so wie du für mich nicht einfach ein Musiker bist. Ihr seid Künstler in einem viel größeren, breit gefächerten Rahmen. Sind da, ich versuche mal, auch wenn du jetzt wieder sagst, nee, da ist noch ein Gap und so, aber wo sind die Anknüpfungspunkte bei euch? Warum fühlst du dich so sehr von Dylan verstanden? Warum kannst du sagen, der war immer für mich da? Dylan hat mich nie enttäuscht, auch wenn er zwischendurch schlechte Platten rausgebracht hat. Weil du es verstehen kannst? Weil ich es verstehen kann. Ich sag, warum soll Bob Dylan nicht auch ab und zu mal in den Klo greifen? Man muss ja nur nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Und vor allen Dingen hat Dylan sich nie versucht, irgendwo anzupassen. Hast du es? Nein, also wenn ich mich anpassen musste, dann war das aus Gründen der Banddemokratie. Und das war für mich schwer. Ich weiß, also wir haben über ungefähr 14 Jahre in der Band so ein Tauziehen gehabt. Mhm. Ich wollte mich nicht anpassen, andere wollten das schon. Wollten internationalen Erfolg. Ich wollte es nicht. Ich wollte weiter das machen, was ich kann, ja, und eben nicht jetzt schönen Sänger auf der Bühne rumhüpfen und radiotaugliche Songs aufnehmen. Habe ich kein Interesse für. Es war da, zu der Zeit war das für mich so, okay, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr euch einen neuen Sänger suchen, einen neuen Bandnamen, ja. Und ich gehe damit ins Atelier und male. Ja. Ja, aber was hat Bob Dylan dann für eine Position in deinem Leben eingenommen? Gerade wenn du einen Konflikt aufzeigst. Weil Bob Dylan wirklich, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er ein unglaublicher Poet ist, dass er überhaupt nichts geschrieben hat, was so aus dem Reimlexikon stammt. Wo man irgendwie, man muss sagen, zwei Strophen, eine Bridge, ein Refrain und dann noch eine Strophe. Okay, da kriegen wir schon irgendwie zusammen. Da kriegen wir schon irgendwas. Sag das nicht. Ja, und so werden ja viele Platten gemacht. Nach wie vor. Mittlerweile hast du ja ein Radioformat, da wirst du wahnsinnig. Weiß ich nicht, was du meinst. Keine Ahnung, ne? Wenn ich schon irgendwelche Ho-Ho-Ho-Ho singen höre, dann bin ich schon weg. Ja, also, das hat er hat immer nur das gemacht, was er wollte, was er gut fand, egal ob er damit Erfolg hat oder nicht. Und genau die Platten, die nicht gut waren, da hat man ihm reingeredet. Hat man Tipps gegeben, soll das zeitgemäßer. Und dann kamen merkwürdige Platten dabei raus. Ich beurteile eine Platte, die immer nach dem Repertoire wert. Ich beurteile die eigentlich nicht daraus, ob die Sachen toll aufgenommen sind, ob da jetzt instrumentale Höchstleistungen stattfinden, ob da einer besonders hoch singen kann oder irgendwas. Sowas kann man eigentlich messen. Man kann eine Qualität am Song nicht mit der Stoppuhr oder mit dem Maßband bestimmen. Ein Song hat Poesie oder hat es nicht. Und manchmal sage ich auch die Lagerfeuertauglichkeit. Ja? Wenn das Lied am Lagerfeuer funktioniert, dann funktioniert wahrscheinlich auch in einer großen Halle. Mal was ganz anderes, Wolfgang, weißt du, was ich gerade merke? Ich bin hier in dem Arbeitszimmer eines Musikers. Wir sprechen über Musik und hier ist nicht eine Platte. Die sind nebenan. Platten und CDs sind nebenan. Mhm. Auf dem Schreibtisch habe ich mein iPad und da ist so ziemlich, von Bob Dylan ist da zum Beispiel alles drauf. Hm. Da kann ich direkt. Aber wie viele Platten besitzt du von Bob Dylan? Alle. Gibt es auch welche, die du doppelt hast, weil du die nochmal in einer besonderen Pressung, besonderen Mischung haben möchtest? Ja, gibt es auch. Hier gibt es beispielsweise
wie heißt das? Bootleg Series, wo dann tausenderlei Versionen davon drauf sind, die irgendwann im Studio aufgenommen worden sind. Und das ist wirklich sehr interessant, aber dafür musst du Zeit haben. Was ist denn dein Heiligtum, wo du sagst, das ist für mein Leben die wertvollste Platte? Oh, bei Dylan fällt das wirklich sehr schwer. Weil ich habe sie auch da an einem bestimmten Ort gefunden oder gekauft. Also solche Bezüge habe ich da nicht zu, aber also du müsstest bei Dylan müsste ich schon 10 Stück benennen dürfen, die ich in der Tat mit auf die einsame Insel nehmen würden, wenn mein iPad nicht funktionieren würde. Ja. Ja, beim iPad Tablet und einsame Insel ist halt mit irgendwann ist das Ding leer, ne? Dann hilft dann machen wir ein kleines Solarkraftwerk. Ich möchte noch mal zu dem Satz zurückkommen, er war immer für mich da. Welche Momente in deinem Leben kannst du noch benennen, wo Musik oder eben nicht deine eigene Musik, sondern eben seine Musik wichtig war? Ich habe den Satz ja da reingeschrieben, das war 1962, wo ich als kleiner Junge, 11-jährig, damit klarkommen musste, dass die Kuba-Krise sich womöglich zum Atomkrieg ausweiten würde. Das hat er, und dann mal irgendwann guckt, stimmt, da hat er ja schon sein erstes Album aufgenommen. Da ist er ja schon in New York rumgelaufen, hat in Clubs gespielt, hat sein erstes Album gerade aufgenommen. Und letztendlich war er von da an auch für mich da, weil die Platten habe ich ja dann später gekauft und konnte mich dann wiederum reinversetzen in die Zeit, wo ich noch nicht auf ihn aufmerksam war. Und konnte mir die Zeit dann noch dazwischen auffüllen. Was ist in der Zeit passiert? Diese Chronologie habe ich mir natürlich im Laufe dieser vielen Jahre erarbeitet. Am Anfang, in den ersten 10, 20 Jahren, wusste ich nicht, welches Album zuerst war oder was. Aber zu der Zeit konnte ich dann auch viele Sachen aus den Texten besser verstehen, was da drin vorkam. Teilweise auch so eine Lockerheit. Mhm. President Kennedy was calling me up. He said, my friend Bob, what do we need to make the country grow? I said, my friend John, Brigitte Bardot, mhm. Sophia Loren, Alida Ekberg. Solche Sachen haben wir natürlich abgefeiert, ja? Ohne zu wissen, dass das ja noch augenscheinlich vor seiner Ermordung 1963 war. Da war der schon, aber mit einer Lässigkeit. Dieses Lässige hat mich wahrscheinlich auch sehr, weil als kleiner Junge hast du natürlich auch ein Role Model, wo du denkst, wie verhältst du dich denn? Und also solche Sätze. Hast du auch so Sonnenbrillen aufgesetzt? Ja, aber hallo. Ja, natürlich. Ja, klar. Alles andere hätte mich jetzt auch enttäuscht. Ja. Ich sagte ja, es ist auch ein bisschen ein politisches Buch. Inwiefern hat dir Bob Dylan nochmal ein anderes Amerika aufgezeigt? Ich habe ja. Schlicht gestellte Frage, ich weiß. Ja, Moment. Also, ich hab eigentlich Amerika durch Bob Dylan kennengelernt. Insofern hat er mir kein anderes Amerika gezeigt. Das Amerika, was ich vorher kannte, das war Bonanza, ja, und Lassie. Vorher. Und das Amerika habe ich nicht für voll genommen. Bob Dylan hat mir eigentlich Amerika erklärt. Ja, und durch genau deine Reise jetzt natürlich nochmal, ne? Bruce Springsteen hat es mir auch erklärt. Also, ich habe mich dem ganzen Ding natürlich darüber angenehm. Übrigens, Bruce Springsteen auch großer Dylan-Fan. Wenn wir uns treffen, ist immer die erste, was macht die Familie? Die zweite ist, und das neue Album vom Meister gehört. Entschuldigung, habe ich gerade gehört, wenn wir uns treffen, du triffst dich mit Bruce Springsteen, was weißt du? Ja, ich habe ja mal mit, ich will jetzt nicht hinter ihm droppen, um Gottes Willen. Ja, aber also, ich finde, da gibt es bei mir gerade eine Lücke, es tut mir sehr leid. Nee, also ich habe... Ich habe Springsteen kennengelernt, so 95 in New York. Sollte ich für die ARD den interviewen und dann haben wir uns angefreundet. Und dann kurz einen Monat später haben wir dann in Berlin, wollte dass meine Band, ich habe damals mit den Leoparden gespielt, lauter Dylan-Songs aufgenommen. Ja. Und wenn ich seine Band sein wollte für das Video Hungry Heart. Und dann haben wir das in Berlin aufgenommen. Das war sensationell. Ein Konzert gespielt, praktisch in der Kneipe. Und von draußen kamen immer mehr Leute. Und wir haben zwischen dem immer Kamera umgebaut. Dann haben wir irgendwie ein paar Stücke
aus dem Hut gespielt, wie Jumpin' Jack Flash oder Knockin' on Heaven's Door oder irgendwas. Und dann kam er umgebaut und haben wir wieder Hungry Heart gespielt. Und irgendwann waren wir so laut, dass wir das Playback gar nicht mehr beachtet haben. Telefoniert ihr hin und wieder oder schreibt er nee, euch? Nee, also es ist oft, wenn er irgendwo in Deutschland spielt und ich habe selber nicht irgendwie tourmäßig zu tun, dann geht man da hin, unterhält man sich und in der Regel kommt dann auch so... Und? In der Regel kommt dann wirklich kurz vorm Aufhören mal, how about a little Hungry Heart tonight? Und dann, echt, kann ich das noch? Cool. Ja, sehr schön. Da kommen wir jetzt zu einem anderen Punkt. Was ist mit einem persönlichen Kontakt zu Bob Dylan? Ich habe ihn ja zweimal getroffen. Allerdings, das war, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den jetzt zweimal gelöchert habe und großartig aber, Fragen stellen konnte. Ja, oder aber was? Beschreib doch mal diesen Kontakt. Ich meine, das ist ja eine Sache, einen Künstler aus der Ferne gut zu finden. Auch seine eigene Fantasie aufzubauen, verstehst du? Und dann kommt der Realitätscheck. Ja, also ich glaube, also diese zwei Male, wo ich ihn getroffen habe, beim ersten Mal war es mit Wim Wenders zusammen, der... Zu den Dreharbeiten? Ja, zu den Dreharbeiten sind wir abends in die Kölner Arena gegangen und da der Wim den Bob Dylan kennt, weil auf der Rolling Thunder Review war seine damalige Frau, die Roni Blakely, hat den Chor gesungen. Und Bob mag auch seine Filme. Und dann war das einfach so ein unglaublich angenehmes Treffen, weil was der eine Kumpel stellt dem anderen seinen Kumpel vor. Ja. Das war so ganz normal. Das war nicht irgendwie so Meet the Press oder irgendwie so Meet and Greet oder irgend sowas. Das war so ganz normal. Das aber war du hast doch bestimmt Puls gehabt, Welt. Oder nicht? Ja? Kannst du mir nicht erzählen. Ich war sehr still, muss ich ehrlich sagen. Ich war sehr still und habe das aber auch hab das genossen. Ich meine, allein schon mit Wim Wenders dreht mit unserem Film und das ist mein Freund und wir gehen zu Bob Dylan. Da denkst du eigentlich, jetzt klingelt der Wecker und du musst Müll rausbringen oder sowas. Ne? Und das war schon mal klasse. Und das war auch wirklich so, so angenehm, weil... Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, er spielte den nächsten Gig nach Köln, spielte er in Berlin und hatte ganz viele Fragen zu Berlin. Also und zwar zur Kaiserzeit. Er hatte Fragen, wer der Erste, wer der Zweite und Wim kennt sich schon aus, geschichtlich. Und hat gesagt, weißt du was, ich komme in Berlin nochmal und dann bringe ich dir die nötigen Unterlagen und dann kannst du da ein bisschen, das war ja noch nicht die unbedingte Zeit, wo man das alles mal schnell googeln konnte. Und das fand ich sehr angenehm, weil ich merkte auch in dem Moment, der arbeitet genauso wie ich. Der bereitet sich sehr gut vor. Der will das wissen. Der ist, das sind wir wieder bei den Anknüpfungspunkten. Ja. Das kann kein Zufall sein, finde ich. Es ist einer, der sich die Welt auch erliest. Mhm. Ja, und wenn er an irgendeinem Ding dran ist, dann will er das auch wirklich wissen. So geht es mir ja auch. Die Bücher stehen ja nicht als Zielrad hier. Ich will das ja wissen. Ich will ja auch... Ich kann auch keine Bücher irgendwie dann ausrangieren oder so. Könnte sein, dass ich die nochmal brauche. Also ich lese jetzt, wo ich in diesen Wochen lese ich tatsächlich nochmal Jenseits von Eden von Steinbeck. Mhm. Und dann das geht dann irgendwie in so einer Verkettung. Ich habe mich mit Steinbeck jetzt wieder wegen dieses Buches nochmal auseinandergesetzt, weil Canary Row kommt in dem Buch vor. Du kannst eigentlich jetzt noch mal nach all dieser langen Zeit, kannst du eigentlich noch mal Jenseits von Eden lesen. Und habe festgestellt, wie wenig ich noch behalten habe. Und dass ich das Buch jetzt ganz anders lese. Also gut, ich lese alle 10 Jahre On the Road von Kerouac. Und alle 10 Jahre empfinde ich das wieder anders. Ja. Als junger Mensch, mit 20 oder was zum ersten Mal gelesen, dann waren die Jungs noch älter als ich. Mittlerweile... sind die beiden natürlich deutlich jünger als ich jetzt mit 70. Und ich lese es immer aus einer anderen Perspektive und das ist toll, ganz großartig. Und wenn wir jetzt noch mal einmal zurückgehen an diesen Nachmittag, wo du das erste Mal eigentlich Like a Rolling Stone... Ja, das war der Tag, wo ich es gehört habe, genau. Wenn du es heute noch mal hörst, was passiert? Like a Rolling Stone, Gänsehaut, immer. Ich darf das nicht allzu oft hören, weil dieses Gänsehauterlebnis... Darf sich niemals abnutzen. Darf sich nicht inflationieren. Wolfgang Niedecken über Bob Dylan, erschienen in der Kiwi Musikbibliothek. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch und vor allem, dass wir hier sein durften. Okay. Beehren Sie uns bald wieder. Pass gut auf dich auf. Ja.